Autobahnen, die Strom produzieren oder intelligente Straßen, die Schäden oder Glatteis direkt an die entsprechenden Stellen kommunizieren oder sich sogar selbst reparieren. Genau solche Ideen in Sachen Straßenbau werden jetzt auf einem neuartigen Testgelände in Deutschland auf Herz und Nieren geprüft. Wie realistisch diese Pläne sind und wie wohl die Zukunft unserer Verkehrsstraßen aussieht, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Selbst wenn Bauingenieure heutzutage eine richtig coole, innovative Idee haben, dauert es rund 30 Jahre, um eine neue Straßenbautechnik auch tatsächlich auf die Straße zu bringen. Und nach solch einer langen Zeitspanne ist die Technik alles, nur nicht mehr innovativ. Sie ist schon ein alter Hut, vor allem auch bei der gegebenen veralteten Infrastruktur und der zunehmenden Verkehrsdichte sind die neuen Verfahren dann auch gerne schon mal überholt. Nicht zu vergessen, auch zunehmende extreme Wetterlagen, die uns in Zukunft vielleicht über mehrere Wochen Hitze von rund 40 Grad bescheren werden. Die Bundesanstalt für Straßenwesen, BAST, hat jetzt ein riesiges Forschungsareal in Köln realisiert, wo neue Entwicklungen in Sachen Verkehr der Zukunft getestet werden. Hier forscht Deutschland also an den Autobahnen und Straßen der Zukunft. Es geht um neue Baustoffe, Bauverfahren und auch Bauweisen. Der Traum eines jeden Verkehrsplaners heißt Dura BAST und steht für Demonstrations-, Untersuchungs- und Referenzareal der BAST. Jetzt gerade wurde es im Autobahnkreuz Köln-Ost auf einem nicht gebrauchten Autobahnstück eröffnet. Da hatte man in den 70er Jahren ein wenig zu aufwendig gebaut. Seit kurzem laufen jetzt erste Tests. 2400 Meter Straße wurden hier unter freiem Himmel angelegt und zwar aus unterschiedlichen Materialien, also Strecken mit verschiedenen Texturen und unterschiedlicher Griffigkeit, wie die BAST auf ihrer Webseite schreibt. Dazu kommen Flächen zum Wenden und Parken. Insgesamt ist das Testgelände rund 25.000 Quadratmeter groß. Seit Juni 2015 wurde es gebaut. Die Kosten lagen bei rund 13 Millionen Euro. Dafür soll es aber auch 30 Jahre lang genutzt werden. Es geht um wirklich spektakuläre Ideen, intelligente Brücken, die mit Sensoren ausgestattet sind oder beispielsweise Straßen, die innerhalb kürzester Zeit mit Hilfe von Betonfertigteilen gebaut werden können, sowie ein IKEA-Regal. Eine Idee, die hier außerdem getestet wird, sind selbstheilende Straßen. Das Wundermittel, magnetische Partikel, die im Baugemisch enthalten sind. Funktionieren soll das Ganze dann wie ein Induktionskochfeld, das magnetische Töpfe erhitzt. Der beteiligte Ingenieur Sebastian Wacker zieht den Vergleich. Auf dem Testgelände ist die Straße der Topf und das Induktionsgerät, das eingesetzt wird, die Herdplatte. Denn Induktionsenergie erwärmt die magnetischen Teilchen schlagartig. Bitumen, das mit Asphalt als Bindemittel eingesetzt wird, dehnt sich aus und auch seine Zähigkeit verändert sich. Die Folge, kleine Risse schließen sich. Damit kann dann kein Wasser eindringen, das dann im Winter gefriert und die Straße weiter zerstört. Dafür benötigt wird dann nur eine Induktionsmaschine, mit der man die Straße abfährt und sie dadurch sehr viel langlebiger macht. Der Fachbegriff dafür heißt Heel Road. Vorbei also die Zeiten, in denen die Straßen dicht sind, weil alle 500 Meter eine neue Baustelle den Verkehr blockiert. Zudem soll damit Geld gespart werden. Und auch eine weitere Idee, die auf dem Kölner Testgelände getestet wird, könnte den Verkehr revolutionieren. Straßen, die Strom produzieren. Asphalt erhitzt sich ja im Sommer stark. Schade um die Energie, die doch eigentlich genutzt werden könnte. Und genau das ist der Plan. Ein Rohrnetz in der oberen Schicht der Straße würde mit Hilfe von Kühlflüssigkeit Energie abführen. Die könnte dann in einem zweiten Schritt in Strom umgewandelt werden. Der absolut geniale Nebeneffekt: bei diesem Prozess sinkt die Temperatur der Straßen. Es entstehen deutlich weniger Spurrillen. Gerade auf Autobahnen sind die ja auch ziemlich gefährlich. Und das würde Baustellen und Staus enorm verringern. Die so entstandenen Straßen müssen im Winter und bei Frost übrigens auch nicht mehr mit Salz gestreut werden, denn durch die Rohre könnte dann warmes Wasser laufen, das die Straßen so von unten wärmt. Es könnte Erdwärme dafür genutzt werden, sodass dafür auch nur wenig Energie verbraucht werden würde. Und das Kölner Testgelände ist nicht das einzige Forschungsfeld zum Verkehr und den Straßen der Zukunft. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus München tüfteln an der lebenden Straße. Spezielle Bakterien sollen im Straßenmaterial angesiedelt werden. Die Idee dahinter, die Mikroben werden quasi durch das Wasser, das durch entstehende Schadstellen in die Fahrbahn laufen würde, aktiviert. Ihre Ausscheidungsprodukte könnten dann dabei helfen, den Beton wieder zu verkleben, also abzudichten. Auch mit diesem Verfahren würden dann größere Straßenschäden durch gefrierendes Wasser in der Zukunft schon im Vorfeld verhindert werden. Und an intelligenten Straßen wird hier gearbeitet. Die Idee dahinter, Sensorwarnsysteme, die im Asphalt integriert sind, würden Schäden oder Glatteis direkt an entsprechende Techniker und Wartungsteams weitergeben. Diese Infos würden auch selbstfahrende Autos mit wichtigen Infos versorgen und sollen letztendlich
sich zu weniger Staus und Unfällen verhelfen. Fest steht jedenfalls, die Straßen der Zukunft werden mehr sein als langweilige graue Asphaltpisten, zumindest innen drin oder unten drunter. Wenn es mehr Infos zu den Forschungsergebnissen vom Durabust und allen anderen Forschern und Forscherinnen in diesem Bereich gibt, erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, denn nur dann erfahrt ihr, nur wirklich dann, wenn ein neues Video online geht. Und hier geht es weiter mit Tempo 200 unterirdisch durch die Stadt, einer innovativen Lösung von wem wohl? Elon Musk. Einfach draufklicken, wenn es euch interessiert, und ansonsten bis dann.